Ja, herzlich willkommen zu Folge Nummer 46 der Fortuna 95 Bros. Ja, ihr habt's erkannt. Ich heute mit Maske. Ich habe heute willkommene Abwechslung zu meiner leider einwöchigen Quarantäne. Mich hat's nach dem Schalke-Spiel dann leider auch wie so viele jetzt auch erwischt mit einem positiven Corona-Test. Ja, aber wir sind ja weit genug auseinander, lieber Thorsten. Deswegen drohe ich hier nicht, dich anzustecken. Du sollst nämlich in deinen wohlverdienten Urlaub dann jetzt ganz alsbald auch starten können. Aber zwischen uns liegen einige Kilometer Luftlinie und da darf ich dann hier die schöne Fortuna-Maske dann auch wieder ablegen. Ja, seht's mir nach, wenn meine Stimme heute ein bisschen belegt ist, der Thorsten ein bisschen mehr Sprechpart haben wird. Ja, aber die Sendung bringen wir durch, deswegen auch ein bisschen Verspätung, sind wir erst am heutigen Donnerstagabend mit der Sendung online. Aber soll der Aktualität an der Stelle nicht schaden. Ja, auch von mir nochmal einen schönen guten Abend zusammen. Und ja, da könnten wir eigentlich direkt die Aufbruchsstimmung, die Daniel Thun halt quasi entfacht hat, mit aufgreifen und über das Spiel gegen Schalke mal ein bisschen sprechen, ne? Absolut. Und ja, ich war, also ich dachte, jetzt bin ich endlich mal, oder nicht endlich, aber jetzt war ich halt mal nicht im Stadion und der Vorsicht geschuldigt, da ich halt Urlaub habe. Und ja, und dann brennen die Jungs und auch der Trainer an der Seitenlinie so ein Feuerwerk ab. Ne? Wobei der eine immer sagt, ja, Schalke war so schlecht, aber ne, hast du eben auch schon gesagt, der Gegner ist halt nur so gut, wie man es zulässt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also das habe ich seit Monaten nicht mehr gesehen, ne? Was die Jungs da abgebrannt haben, was die Zweikampfwerte, was die gewonnenen Zweikämpfe, was den Ballbesitz, was dieses Reingrätschen, den Ball ablaufen, dieses Kämpfen einer für den anderen. Wahnsinn. Also, puh, krieg ich Ja, jetzt noch genau. Gänsehaut. Ja, ich mag da an der Stelle auch nicht untertreiben, wenn ich sage, du hast im Stadion wirklich was verpasst. Also es hat ein bisschen gedauert, bis die Stimmung dann auch vom Rasen auf die Ränge übertragen wurde, aber das hat dann funktioniert. Es war vergleichsweise gute Stimmung, das hat man auch teilweise in den Fernsehberichten danach gesehen, wie dann auch die Jubelstimmung dann insbesondere bei den Toren auch sogar bei den Fernseher sehr gut rüberkam in den Highlight-Szenen. Und ja, der gute Herr hinter dir, der Daniel Thun, der hat, ja, Ja. hat eigentlich da nicht zu viel versprochen, ne? Also das, was Nö. gefordert wurde, Einsatz, Leistungen, Kämpfen, jeder für jeden, hört sich zwar einerseits so einfach an auf der einen Seite, das auf den Platz zu bringen, ist ungleich schwieriger, aber es hat sich gezeigt, es hat funktioniert und am langen Ende, da gehen wir gleich noch ein bisschen mehr ins Detail, haben wir natürlich auch in den entscheidenden Szenen das notwendige Spielglück gehabt, was uns halt unter dem Christian Preuß halt nicht vergönnt war. Ja, das muss man halt auch dazu sagen. Ne? Deswegen sagt man natürlich jetzt, ne, in dem Moment erstes Spiel, alles richtig gemacht, alles gut. Wir wissen, das ist ein Schritt, ein ganz kleiner Schritt. Wir sind immer noch auf dem Relegationsplatz. Aber es ist ein ungemein wichtiger Schritt, dass das direkt von Anfang an funktioniert und dieses Feuer, das gerade erst entfachte, halt weiter brennt. Ne? Ja, man hat es halt auch in der ersten Halbzeit schon gesehen. Man hat halt wieder sehr, sehr viel liegen lassen. Und dann bekommst du so aus dem Nichts halt das Gegentor und denkst dir so, sah zwar alles schön aus, in Kiel sah es auch schön und gut aus, ne? Aber dann nach der Halbzeit, dass die Jungs einfach nicht so gesagt haben, so jetzt Ohren zwischen den Schultern, sondern Brust raus und so, wir sind Fortun und wir können das. Wir wollen das, ja, und dass dann halt so ein Doppelschlag innerhalb von 10, 12 Minuten dann passiert ist. Und dann halt leider nicht noch diese gewisse Ruhe reinkam, aber das ist halt auch wieder typisch Fortuna, dass man vielleicht das dritte oder vierte macht. Aber ja gut, am Ende war es halt kein glücklicher, sondern wirklich überzeugender und auch ein verdienter Sieg. Und ja, es auch dann nach dem Spiel, wie der Trainer in die Mitte dann kam und da mit den Spielern und alle haben gelacht und auch der Trainer 90 Minuten an der Außenlinie. Ich glaube, der hat mehr Kilometer gemacht als manch anderer in den Spielen vorher die ganze Saison. Und aber wie gesagt, nichts gegen den alten Trainer, aber das ist halt dem geschuldet, weil das halt zwei verschiedene Typen sind. Aber Fortuna braucht halt solche Leute, ne? Ja, das ist so. Und die Stats in Summe waren überragend. Du bist weit vorne bei den Torschüssen, 21 zu 11. Du hast fast 122 Kilometer abgerissen. Das war nicht unser Problem der letzten Spiele, ist aber auch nochmal leicht getoppt worden.
Du hast eine ordentliche Passquote über 75%, du hast 55% Ballbesitz gegen Schalke gehabt. Auch die Zweikampfquote ist positiv, für mich ja immer so ein Signal und auch so ein statistischer Wert, der halt extrem wichtig ist. Und du hast es angedeutet, irgendwo war in der ersten Halbzeit vieles wie immer an sich ganz gut gespielt und trotzdem dann wieder kassiert. Das war auch so die Gemengelage danach den 0-1, dass man sich gedacht hat, boah, geht das jetzt trotz allem schon wieder los? Da war es halt doch ein bisschen in Gefahr, dass diese Aufbruchsstimmung da schon irgendwie drohte, ein Stück weit zu erlischen. Aber halt diese direkte Reaktion und du hast dann auch gemerkt, wie dann der Funke übersprang, sodass die Mannschaft anscheinend auch diesen Push vom Publikum ja auch aufnehmen konnte, vielleicht sogar braucht, ne, in dem Moment. Deswegen freuen wir uns da, dass die Zeit der Geisterspiele mutmaßlich ja dann auch ein Ende haben wird. Das war schon beeindruckend, ne? Das war eine richtige Befreiung, das hast du auch gemerkt beim Jubel, quasi auch bei uns vor der Süd, bei der Jubeltraube. Ja, aber zur Wahrheit gehört halt auch, dass viele Chancen auch wieder vergeben wurden, ne? Da waren einige Szenen dabei, der Kopfball vom Daniel Ginzek an den Pfosten, leider nur der Nachschuss, wo dann der Devis den Hoffmann, glaube ich, abschießt. Genau. Ja. Ja, und noch einige andere Szenen. Ich glaube, der Ginzek hat auch nochmal bei uns vor der Süd nochmal eine gute Chance, wo er freigespielt wird. Der Ruven verballert eigentlich den einfachsten Ball, wo er auch ein Geschenk bekommt. Ähnliche Erinnerungen wie das Spiel letzte Woche in Kiel, In den Kiel. wir halt dann auch nicht machen. Ist Klagen auf hohem Niveau, aber dann kann halt so ein Spiel hinten raus mit dann dem Spiel Pech, was wir oft hatten die Wochen davor, halt dann auch mal unentschieden oder dann noch schlechter ausgehen. Aber Haken dran, das passt. Was ist noch aufgefallen an Veränderungen? Es war jetzt kein großes Verändern im Kader, das war auch. Fand ich richtig, dass das nicht gemacht wurde, weil Ja. dafür gab es eigentlich auch keinen großen Anlass. Aber es wurde halt unter anderem auffallend geändert, dass wir nicht mehr hier dieses Spektakel mit den zwei Spielern an der Eckfahne haben, was aus meiner Oh ja, das. Sicht affig war. Aber Ja. das ist nur meine Meinung, aber deine wahrscheinlich auch, wenn ich deine Reaktion richtig Ja, deute. also das war, es kann vielleicht sein, dass eine von 100 Ecken dann vielleicht auch mal zum Erfolg kommt, aber das ist dann halt auf eine Saison oder wenn man überhaupt in einer Saison 100 Ecken schießt, ist das halt dann zu wenig. Ne? Wir dürfen halt auch nicht vergessen, dass wir in einer Szene halt Glück hatten, wo der Device den Schalker so richtig schön niederringt, wo dann Ja. nicht eingegriffen wurde, hätte vielleicht noch Elfmeter geben können und so. Aber ja, auch Terodde gut aus dem Spiel genommen und ja, Device, also Sobotka war zwar jetzt in der Elf des Tages, ne, aber für mich war er halt der Ja, Stärkste. der war super. Aber Der war super. Ist ein Spieler, den man so. eigentlich gar nicht ziehen lassen möchte. Kann man jetzt schon nach den Nee. ersten zwei Spielen sagen. Ja, vielleicht ergibt sich ja ein ganz kleines Chancenfenster, ihn weiter zu verpflichten, aber mit der Leistung macht er natürlich auch andere auf sich aufmerksam, natürlich Ja. nicht nur seinen Heimatverein. Ja, ansonsten, du hast es gerade auch gesagt, Simon Terodde nahezu aus dem Spiel genommen, aber hat Ja. natürlich dann auch nochmal eine Kopfballszene irgendwie gefühlt frei, kurz hinterm 5-Meter-Raum, den er ja an guten Tagen dann auch reinmacht. Auch das gehört soweit dazu. Aber der Carsten Meier hat auch nicht viel zu halten gehabt. Ne? Eine Szene hat er gehalten, auf der linken Außenbahn ist da jemand auf ihn zugelaufen, der hat er geblockt, wo der Nachschuss dann auch noch von uns abgefälscht neben den rechten Pfosten geht. Aber so Genau. wirklich viel an Szenen, wo er eingreifen musste, habe ich jetzt nicht in Erinnerung, oder? Nee, also da war wirklich nicht viel. Also dieser zweite Nachschuss, der dann halt wirklich abgefälscht wurde und so ganz knapp neben den Pfosten. Und natürlich in der Nachspielzeit, ich glaube, das war von dem Sané, von dem Salif Sané noch ein Kopfball, aber der ging ja auch weit. Also er hatte nicht wirklich viel zu tun. Aber es wurde halt, das war halt auch wieder bezeichnend. Es wurde halt wieder mehr. Er wurde halt mehr ins Spiel eingebunden, es wurde halt viel hintenrum gespielt. Ja. Das haben wir ja auch schon mal thematisiert. Aber gut, wenn es am Ende dann so endet, ist mir das Wurst. Ja, der Erfolg gibt uns da recht und ich fand auch sinnvoll, dass ein vernünftiges Zeitspiel gemacht wurde mit verteilten Wechseln der 87., 88., 89. Minute. Da hat dann der Tune dann ordentlich Zeit auch von der Uhr genommen, in der Situation Ja. genau richtig, bevor so ein Spiel hinten raus einfach auch eine Eigendynamik sonst bekommt, wenn es halt nicht unterbrochen wird. Und mir hat sehr gefallen, dass er eine sehr aufgeräumte Analyse nach dem Spiel hatte. Sich den Sieg genauso wenig angeheftet hat, wie er es bei einer Niederlage getan hätte. Und das ist in Genau, beide ja. Richtungen richtig, weil klar, er war 2, 3 Tage da, er hat ein paar Stellhebel genutzt, vor allem auf der Motivationsebene logischerweise so kurzfristig, aber sich da den Sieg anzuheften, wäre genauso falsch gewesen, wie sich eine mögliche Niederlage in dem Moment dann irgendwie Genau, anzukreiden. Das fand ich sehr vernünftig in der Analysesituation. Und ja, ihr hört uns jetzt hier recht euphorisch.
Das sind wir auch nicht unbegründet, gehört ja auch dazu. Man hat ja gelächzt nach einem Erfolg, nach Toren hat man ja alleine schon gelächzt nach den letzten Spielen. Aber es gibt auch eine kritische Stimme, nämlich von unserem lieben Ja. Kotti, die wir hier an dieser Stelle einmal einspielen möchten aus dem Off, womit er sicherlich auch ein Stück weit recht hat. Wir wollen euch damit jetzt nicht runterziehen, aber zu einer vernünftigen Bewertung gehört das, nicht nur, weil er auch Teil unserer Fortuna 95 Bros ist, natürlich dazu. Aber hört an dieser Stelle einmal selbst. Ja, ansonsten muss ich jetzt hier mal den Mahner spielen und auch den Pessimisten, um ehrlich zu sein, Jungs. Ich weiß, ich verstehe es, ihr seid euphorisch, ich bin es auch gewesen, ich fand es geil, endlich mal wieder, wir haben uns Luft verschafft im Abstand, aber Jungs, ruhig Blut. Das ist ja mein beliebter Spruch, ihr wisst das. Aber wir brauchen jetzt nicht hier von total betrübt zu Himmel hoch jauchzen. Das war jetzt ein Sieg, weil Schalke auch wirklich grottenschlecht war. Und ausnahmsweise haben wir mal unsere ja, 8 Milliarden Chancen genutzt. Die Ausbeute war auch wieder nicht gut vorne. Ne? Das muss man ehrlicherweise sagen. Hast es angesprochen, Thorsten? Der Hennings, den muss er machen. Das ist, Entschuldigung, den hätte der letzte Saison oder davor im Schlaf, da hätte der Augen zu verbinden können, hätte er gemacht. So, und was ist da, kommt da raus so ein Schüsschen. So, genauso auch dürfen wir jetzt nicht vergessen, ja, ein Tune, das war jetzt das Erste, das war ein perfekter Traumstart. Aber auch er schafft es nicht von heute auf morgen, unsere Kinderkrankheiten in den Griff zu bekommen. Das war jetzt vielleicht ein Impuls. Warten wir mal das Aue-Spiel ab, weil was können wir am besten bei Fortuna? Den Aufbaugegner schlechthin zu spielen. So, und das weiß ich nicht, ob ein Tune das innerhalb von 1,5 Wochen außer Fortuna, die das seit Jahrzehnten kann, rauszukriegen. Ich würde es ihm wünschen, ich würde es hoffen, dass der Impuls auch noch da ist. Aber wir kennen es. Und ich würde Aue nicht unterschätzen und mit dem Rücken zur Wand stehen in keinerlei Weise. Wer das Spiel jetzt am Wochenende, wenn du das verfolgt hast, die sind mit einem Mann weniger bei 0-2 Rückstand. Sind die auf 2-2 rangekommen und haben dann unglücklich, auch wie wir letzte Woche in der letzten Minute irgendwann Nachspielzeit, ein Gegentor noch gekriegt. Sonst hätten die mit Unterzahl bei 0-2 Rückstand noch einen Punkt geholt. Also die sind nicht chancenlos und ich würde die nicht unterschätzen, ehrlicherweise. Zumal, wie gesagt, wir kennen unsere Fortuna und dann ist nächste Woche schon wieder alles anders. Ne? Also deswegen, ich spiele jetzt mal bewusst den Mahner. Weil wir haben noch nichts gewonnen, keine Trophäe gewonnen oder sonstiges. Es ist zwar schön und ja, endlich mal eine Woche, wo man sich nicht über die Fortuna ärgern kann, sondern oder es die Fortuna noch nicht mal gleichgültig ist, sondern man wieder mal ja stolz ist, diese Farben zu tragen und sich einfach gut fühlt. Aber nicht vergessen, wir kennen unsere liebe, liebe Diva vom Rhein. In diesem Sinne, bleibt sportlich. Also du jetzt besser nicht, Gilde, du ruhst dich aus und du, Thorsten, vielleicht auch besser, weil du musst ja auf Malle die Tage. Von daher, ich wünsche euch was. Ja, das ist der O-Ton vom lieben Kotti. Glaubt es uns, der hat sich aber mindestens genauso wie wir alle über den Sieg Ja. gefreut. Und wenn er ehrlich ist, dann ja, dann hofft er natürlich auch, dass es so weitergeht. Absolut. Ja. Ja, dann muss ich auch noch sagen, ich habe mir dann die PK angeguckt, aber da hatten wir gerade schon drüber gesprochen. Und dann habe ich mir auch, wie eigentlich nach jedem Spiel, egal ob positiv oder negativ, nochmal den Zusammenschnitt von der Kurve des Westens angeguckt. Und da kriege ich jetzt vom Reden alleine schon wieder Gänsehaut. Und es waren ja in Anführungsstrichen nur 9.500 Düsseldorfer. Vielleicht waren es auch nur 9.000, weil bei dem 1-0 hat man halt wirklich viele, viele. Aber das ist ja meistens so bei uns. Ne? Aber diese Zusammenschnitte von ihm, das ist so toll. Und ich habe mich dann quasi einen Tag später nochmal so gefühlt, als wenn ich dann doch dabei gewesen wäre. Also Daumen hoch, mach weiter so. Mirko Genau, heißt der gute Mann, glaube ich. Ne? quasi Ja. mittendrin, weil nicht dabei. Ja, genau. An dieser Stelle ausnahmsweise bei dir, genau. Liebe Grüße an den Kollegen von der Kurve des Westens. Der hat ja netterweise Ja. auch unsere Schuhaktion quasi hier, ja, quer promotet, wenn man das so sagen darf. Danke auch nochmal dafür, liebe Grüße. Und ja, auch wir sind da, du hast es gerade schon gehört, Fans deiner Videos und schauen da sehr, sehr, sehr regelmäßig rein, so viel sei verraten. Und sehen das ja hier in Ergänzung weder als Konkurrenz, sondern einfach als auch ein, ja, wie wir finden, schönes Miteinander mittlerweile ja auch ein Ja, Stück weit. ganz Genau. genau. Ja, Ja, das war's eigentlich für Schalke. Oder hast du irgendwas, was du noch ergänzen leider. möchtest? Nein, alles gut, alles gut. Man könnte das ja jetzt noch so bis Sonntag ziehen, aber
Es ist ja noch ein bisschen was anderes passiert, ne? Wir haben ja noch ein paar Neuigkeiten, die so in der Woche passiert sind und was so den Sportvorstand oder den Lizenzbereich angeht, da hat sich ja ein bisschen was getan. Was wir ja schon vermutet haben, ist halt, dass Christian Weber jetzt als Sportvorstand bestätigt wurde und auch unser Herr Rotzlöffel, Sascha Rösler, jetzt Leiter des Lizenzbereichs geworden ist. Ne? Aber ich finde es halt gut, dass er halt immer noch so dicht dann bei der Mannschaft ist, Ja. weil das brauchen wir auch. Ja, zwei echte Originale, die einfach auch lange Jahre beim Ja. Verein da sind. Wir haben es schon diskutiert und besprochen. Klar gibt es bei der Auswahl von Christian Weber einige Pros, einige Kontras. Ich habe ein paar auch mal notiert, einfach um da auch nochmal so ein bisschen auch darüber auch zu sinnieren. Klar, als ehemaliger langjähriger Spieler, auch Leistungsträger, sehe ich immer als Plus, wenn so jemand im Verein gebunden wird und dann auch weiterhin auch für den Verein tätig ist. Wir sprechen da ja im Fußballjargon gerne auch von diesem Begriff des Stallgeruchs, der aber auch da viel aussagt und vielleicht auch manchmal unterschätzt wird, wenn das eben nicht vorhanden ist. Wenn du halt dann wirklich solche externen, ich will nicht sagen Söldner, das ist so ein böser Begriff, aber wenn du so externe Leute hast, die halt nicht wirklich mit dem Herzen dabei sind. Klar ist das in der Arbeitswelt immer schwierig, Stichwort Identifikation und Herzensangelegenheit etc. Aber ich glaube, du bist halt anders bei einem Verein dann auch selber dabei, wenn du halt wirklich schon auch dafür gespielt hast, auch irgendwo die Fan-Emotionen auf dem Platz mitbekommen hast, das drumherum halt seit Jahren kennst. Das ist halt normal, dass du dann näher dran bist als jemand, der von extern einfach eingekauft wird. Der kann das nicht, sicherlich auch erlernen, ne? Das ist ja gar nicht an der Stelle die Frage, dass nicht jemand da auch, der neu zum Verein kommt, weil alle sind irgendwann mal neu dazugekommen. Aber die Genau. Zeit ist da einfach nicht aufholbar. Und das sehe ich persönlich als Plus. Nähe zur Mannschaft hast du gerade schon angedeutet, Ex-Spieler, weil ich glaube, auch das ist ein Riesenunterschied und das ist auch ein Riesenplus von dem Daniel Thune, dass er als Ex-Spieler einfach anders weiß, wie die Spieler ticken in verschiedenen Situationen. Das kann ein junger Trainer wie der Christian Preußer, der halt nicht diese Spielererfahrung gehabt hat, einfach nicht nachvollziehen, nicht simulieren, ist dann auch nicht authentisch, selbst wenn er glaubt, es zu wissen oder glaubt, sich als Information angeeignet zu haben. Das ist halt nicht das Gleiche. Und das merken auch die Spieler, das wissen die Spieler, die haben da einen ganz anderen Respekt vor so einem Menschen. Teilweise ja auch die Mitspieler, die er selber noch als Spieler kannte, ne? Beispiel Rufen Hennings oder auch ein paar Spieler, die er auch zum Teil schon trainiert hat. Ja, und das sind so meine Vorteile für den Christian Weber, die ich gerne aufzeigen möchte. Ganz genau. Ja. Ja gut, und über Sascha Rösler braucht man eigentlich nichts mehr sagen. Ich glaube, das erklärt sich von selber. Und ja. Ja, und Daniel Thune hat ja auch damals in Osnabrück in der dritten Liga sogar noch mit Emma Ior, also da war er quasi sein Trainer. Das wird jetzt auch wieder zusammengeführt, also nicht nur Kalle Stimmt. Daray. Und ja, auch Daniel Thune ist halt auch in Düsseldorf gut aufgenommen worden von einem Ex-Kollegen damals vom LR Ahlen, nicht VfR Ahlen, LR Ahlen, Marinko Miletic, der ja dann auch bei uns und in Rot-Weiß Oberhausen und bei St. Pauli gespielt hat. Ja, und so ist das halt wieder so ein bisschen Fortuna-Familie, ne? Und das finde ich halt mega. Ja, die Vielleicht bin ich auch so Fußballwelt ist dann Nostalgiker. klein, ne? Nee, aber das gehört dazu. Ja. Das sind manchmal die kleinen Stellhebel, die auch wichtig sind und ist auf jeden Fall schön, wenn das so kommt oder sich so ergibt im Laufe der Jahre. Ich fand aber auch ganz spannend, das ist nochmal letzter Satz von mir zum Christian Weber. Der Rufen Hennings hatte das in dem Interview jetzt auch gesagt. Wir kommen auf den guten Rufen ja gleich auch nochmal im Detail zu sprechen, dass er damals, als er zu Fortuna kam, schon relativ früh am Anfang so die ersten Gespräche auch mit dem Christian Weber geführt hat. Und das ist ja bekanntlich schon einige Jahre her. Und das ist vielleicht auch so ein kleines Beispiel hier so von den Internas, die man jetzt mal so zwischen den Zeilen gelesen hat und mitbekommen hat, die zeigen, dass der Christian Weber da jetzt nicht der Mitläufertyp war, sondern nicht nur in einigen Transfers auch schon eingebunden war, wie in den letzten Wochen von uns schon erwähnt, sondern eben auch da schon so mit einer so der ersten Kontaktpunkte ist, wenn es darum geht, neue Spieler irgendwo an den Verein auch zu binden, zu interessieren oder was auch immer. Fand ich ganz spannend, so das einfach, ne, mal mitzubekommen, durch Zufall halt in so einem Interview. Ne? Genau, ja. Er war ja dann auch lange Zeit dann mit Scout, ne? Ich weiß nicht, ob er schon Scout war, wo er noch für die zweite gespielt hat, aber ja, und ich meine, der Rufen geht dann jetzt in die siebte Saison mit uns, ne? Also Nächstes Jahr wenn wäre die diese jetzt siebte, vorbei ja. ist, Ja, genau, korrekt. die siebte und in 6,5, ist das Saisons, Saisonen, 74 Tore zu schießen und jetzt hat er ja sein 10. gemacht, bei seinem 22. Einsatz. Und somit kommen wir halt auf den nächsten Punkt. Und der Vertrag hat sich halt um ein Jahr verlängert. Und das ist natürlich ein Mega-Zeichen für die Mannschaft und auch ja, für uns natürlich auch, weil Rufen ist halt, ich glaube, nicht
nicht die Lebensversicherung, aber eine Lebensversicherung. Ja? Also. Ja, ist ein vollkommen sympathischer Spieler, der akzeptiert ist, der mitreißt, der immer seine Leistung versucht zu bringen, auch wenn es mal nicht läuft, alles gibt, alles macht und einfach jetzt ein Stück weit schon eine Vereinsikone ist, obwohl er halt nicht, wie, ne, der eine oder andere Spieler halt mit 10, 12 Jahren da beim Verein war, jetzt schon mit seinen 6 Jahren irgendwo fast diesen Status von Lumpi und Co. irgendwo dann auch ein Stück weit, ja, fast erreichen wird. Freue Genau. ich mich total drüber, als ich das gelesen habe, auch wenn es halt nur eine automatische Verlängerung war, aber das macht die Sache ja nicht schlechter, im Gegenteil. Dann ist Eben. es ja umso besser, weil es ja durch Leistung dann an der Stelle sogar quasi auch erarbeitet wurde und nicht irgendwie so ein Rentenvertrag ist, weil er ist leider mittlerweile auch schon gute 34 Jahre alt. Da wird es jetzt keine 3, 4 Saisons mehr geben auf Zweitliganiveau im Normalfall. Aber wird uns sowohl in dieser Saison als auch dann in der nächsten Saison, vielleicht sogar dann auch darüber hinaus, ist ja auch sinnvoll im Zweifel jetzt Jahr für Jahr zu verlängern, auf jeden Fall weiterhelfen wird. Allein aufgrund der Erfahrung und auch immer noch der Ja. vorhandenen Qualität war ja jetzt auch spielentscheidend gegen Schalke, ne? Dass er da auch den zweiten Treffer mit seinem ungeliebten rechten Standbein gemacht hat. Ja, aber sowas muss halt auch mal sein. Ja, und Absolut. dann schreiben die Gazetten ja dann auch schon, dass er diverse Rekorde brechen könnte. Und weil 100 Tore für Fortuna hat halt Peter Maier geschossen, Rufen hat jetzt 74. Das wären jetzt noch 26 Tore. Mir wäre lieb, wenn er die diese Saison noch schafft, weil ich glaube, dann haben wir mit dem Abstieg nichts mehr zu tun. Aber ich glaube, das sind dann halt wieder solche Floskeln, die dann halt die Presse so mit reinbringt. Und, aber ich glaube, er lässt sich davon auch nicht Das gehört dazu. beeinträchtigen. Das gehört dazu. Ja. Stichwort Gulaschsuppe, sage ich dann nur. Aber Ja. das führt jetzt zu weit. Das haben wir letzte Woche besprochen. Ja. Vielleicht wird ja morgen bei der PK gefragt, wie sie geschmeckt hat. Ja, genau. Dann wäre das Thema auch an der Stelle rund. Herrlich. Ja. Ja, was gibt's sonst noch Neues? Der Prip und die Joa sind wieder zurück im Training. Das sei nur eine kurze Genau. Randnotiz. Bei Emanuel Joa wissen wir ja, der solchen Vogel schlechthin. Ja, der x-te Anlauf, jetzt hoffentlich mal wieder verletzung- und krankheitsfrei, dann durch den Rest der Saison zu kommen. Und ja gut, Eddie Pripp, schauen wir mal, ob das jetzt noch was wird, ne, im Laufe der letzten 10, 11 Spiele. Schauen wir mal. Macht den Kader dadurch aber noch mal ein Stück breiter dann demnächst. Ja. Und Chris Pettersson darf auch wieder ran gegen Aue. Richtig, richtig. Weil es lief ja wirklich gegen Schalke, ich glaube, 80% über rechts. Und wenn jetzt Chris Pettersson auch wieder dabei ist, dann ja, ich freue mich auf die Fortuna Ja, Flügelzange. muss dadurch ja nicht schlechter werden, im Gegenteil. Nein. Und er hat ja in dem Testspiel vor einigen Wochen ja trotz seiner Sperre da auch gezeigt, dass er es kann. Und Ja. ja, hoffen wir, dass er da auch schnell wieder in Tritt kommt. Ist ja doch eher ungewöhnlich, dann 3, 4 Spiele zu fehlen. 3 Spiele Sperre waren es, glaube ich, ne? Die Drei, jetzt durch genau. sind. Da kommt es natürlich schon ein Stück weit aus dem Tritt. Aber ja, wollen wir hoffen, dass er da schnell wieder Fuß fassen kann. Da habe ich gar nicht so große Sorge, ehrlich gesagt. Es reicht nicht, wenn es in der Mannschaft weiter funktioniert. Ja, und die Zuschauer werden hoffentlich ihr Übriges geben. Stichwort Zuschauer. Ab 20.03. wird es voraussichtlich keine Zuschauerbeschränkungen mehr geben. Genau. Schön natürlich, dass da unser Heimspiel gegen den HSV am 19., nämlich einen Tag vorher, stattfindet. Aber auch da habe ich jetzt gelesen, dass entsprechend das wohl ab dem 19. dann auch schon gelten soll. Genaues wissen wir da noch nicht wirklich zu beantworten. Aber gut, es kommt da auch wieder ein Stück weit mehr Normalität rein, wie dann die Regeln Ja. sind, ob nur geimpft, ob geimpft und genesen oder nur genesen und nicht erkrankt oder was auch immer. Da blicken wir jetzt noch nicht durch. Keine Ahnung, ob das dann das Indiz ist, dass die Ultras sagen, wir kommen dann oder wir kommen dann immer noch nicht. Ist jetzt auch die große Frage. Manch einer sagt ja, wenn sie dann nicht kommen, ja, dann brauchen sie auch nicht mehr kommen. So einfach ist es halt auch nicht, weil die haben nun mal ihre Nein. Prinzipien. Deswegen will ich das an der Stelle auch gar nicht unterstreichen. Aber zeigt halt da auch das Meinungsbild derzeit. Ich befürchte, dass es, weil irgendwelche Einschränkungen ja noch da sein werden, die werden ja nicht unkontrolliert alle dazu kommen lassen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass die weiterhin dann noch nicht teilnehmen werden, so konsequent, wie sie es bisher gehandhabt haben. Das haben ja nur die wenigsten Ultras gemacht, muss man ja auch mal an der Stelle sagen. Viele sind ja nach und nach zurückgekommen in der ersten und zweiten Liga. Ich würde es mir dennoch wünschen, weil da auch das Ja, wäre ein auf jeden deutlicher Fall. Schritt wieder zur Normalität dann an der Stelle. Ja, sonst Neuigkeiten gab es sonst
War eine relativ ruhige Woche diese Woche. Auch mal gut, ne? Auch mal gut, genau. Ja. Nach dem ganzen News-Flash der letzten 2, 3 Wochen, da war ja echt massiv auf dem Zettel immer gewesen, ja. Was wir vielleicht noch sagen könnten, dass David Kownacki in Polen bei Lech schon wieder getroffen hat. Ja, Ne? Auch wenn unhaltbares es halt Ding, ne? Unhaltbar ja, war ein der. unhaltbarer Gewaltroller. Obwohl manch einer Aber hat so er ein hat Ding ja auch schon getroffen. mal verschossen, ne? Da gab es so eine Szene vom Frankie Mill vor vielen, vielen Jahren, Ja, ja, Jahrzehnten ja, ja, und auch einige ja. andere Prominente. Ich habe da ja bei uns in der Gruppe so ein Video verlinkt, wo auch so ein paar namhafte Cristiano Ronaldos, Messis und Co. auch solche freien Bälle vor dem Tor auch mal versemmelt haben. Nein, Spaß beiseite. Genau. Es freut uns, dass er da eine Bude gemacht hat, egal wie auch immer. Tor ist Tor und hilft auf jeden Fall. Wenn es nur für die Marktwertsteigerung ist oder für sein Selbstvertrauen, hilft uns da sicherlich eher weiter, als wenn er nicht getroffen hätte. Punkt. Definitiv, ja. Ja, dann sprechen wir über das Erzgebirge. Ja. Unser nächsten Gegner, wieder ein Sonntag. Richtig. Es dürfen wieder 10.000 kommen, ne? Ja. Ja, ich darf noch nicht kommen, weil Ja. ich darf mich erst am Tag danach freitesten. Herrlich. Und ich habe mir Ich kann Corona nicht nicht. im Stadion eingefangen. Das sei an der Stelle nochmal erwähnt. Weil das wäre zu knapp dran gewesen. Aber da sieht man, wie es kommen kann. Ne? Du Ja. testest dich sogar, Ja. ich habe mich sogar noch schnell getestet vor dem Spiel gegen Schalke. Nicht wegen des Spiels, aber weil wir noch Familienmitglieder vorher besucht haben, älteren Semesters. Ja, negativ und am Montag sah es dann schon anders aus. Ne? So schnell Ja. geht das dann. Aber wie gesagt, das war länger von der Zeitspanne. Deswegen nicht jetzt hier Angst haben, im Stadion angesteckt zu werden. Aber daher werde ich es dann auch leider am Sonntag nicht vor Ort sehen können. Das heißt, es wird diesmal keiner von uns dreien im Stadion sein können, leider. Ja, wird aber Nee. hoffentlich die unrühmliche Ausnahme bleiben. Ja, da gehe ich mal von aus, also Ja. doch. Ja, was können wir zu Kiel statistisch sagen, was Aue. so die letzten Aue, nicht Aue, zurückgucken. Aue, nicht Entschuldigung. zurückgucken. Ach, Herr Nur Jemine. nach vorne. Ja, vielleicht können wir das Kiel-Spiel noch mal mit dem neuen. Nein, Quatsch. Life is life. Und zwar, das hat doch beim letzten Mal so schön geklappt. Ah, Komm. so. Und zwar, siehst du? Ich sehe alles. Nicht? Doch. Gut. Ja, ich bin halt da noch neu. ja, die letzten 10 Spiele von Erzgebirge Aue, wie man sehen kann, haben die einen Sieg, ein Unentschieden, 8 Niederlagen. Und der Sieg war halt im Pokal gegen den Hallescher FC. Und ja, deswegen hatte Kotti ja auch eben gesagt, dass wir halt ein bisschen nicht so euphorisch sein sollten, weil die haben in Kiel auch richtig gut gespielt, waren, ich glaube, über eine halbe Stunde in Unterzahl, Ja, recht lange. hätten fast noch einen Punkt geholt, wenn da nicht so ein Last-Minute-Tor Last-Minute-Tor in Kiel, ja gut, soll öfters mal vorkommen. Ja, aber deren Mittelfeldspieler, der halt die rote Karte bekommen hat, der Herr Mesegün, verzeiht es mir, wenn ich falsch ausspreche, weil er halt Wiederholungstäter ist, ist jetzt für 4 Spiele gesperrt worden vom DFB-Sportgericht und der wird denen halt fehlen. Und ja, die dürfen halt kein Prozent nachlassen von dem, was wir gegen Schalke gezeigt haben. Und so muss das halt auch die letzten Spiele gehen. Wobei ich aber auch sagen muss, gegen Aue haben wir eigentlich immer gut gespielt. Es gab vielleicht zu Hause mal ein Unentschieden. Das ist war, glaube ich, auch schon was länger her, aber sonst, da gibt es andere Gegner, wo ich mir halt eher Kopfschmerzen mache als gegen Aue. Und das Ja. sagen auch eigentlich so die Statistiken, die wir da so haben aus dem letzten Spiel zum Beispiel jetzt. Nee, aus generell ist, glaube ich, aus der Das ist Saison, ne? Saison, ja, genau. Genau. Da haben wir uns ja jetzt, was die Zweikampfquote angeht, denke ich mal, gut gesteigert nach dem Schalke-Spiel. Und ich hoffe, man sieht auch jetzt wieder alles. Ja, perfekt. Ja, dann ist gut. Und obwohl wir die letzten 4 Spiele nicht getroffen hatten, haben wir immer noch besseren Torquotienten und Torschüsse, denke ich mal, sowieso. Und ja, wir sind halt nicht viel hinten dran und wir sind halt meistens auch besser. Und von dem her
wenn man halt kaltschnäuzig dann vorm Tor ist, dann sollte oder müssten wir eigentlich da auch Also den machen wir Dreier uns zu nichts Hause vor. behalten, ne? Ja, machen wir uns nichts vor. Du musst das jetzt mitnehmen. Du hast ein Ja. Heimspiel gegen Aue, die halt wirklich von der Bilanz her zweitschwächste Offensive der Liga sind. Nur Hannover hat weniger Tore. Ja. Das ist auswärts auch nur Platz 17 mit 9 mageren Türchen und 7 Punkten. In Summe, wir haben es gesehen, sind wir jetzt 8 Punkte vor Aue mit einem Sieg bis der 11 vor dem direkten Abstiegsplatz. Dann könntest du hinter dem direkten Abstieg, sind wir auch da jetzt nicht vermessen, aber mit 11 Punkten Vorsprung schon einen sehr, sehr dicken Haken machen. Ja, noch dazu Aue seit dem 14. Spieltag sieglos, seitdem die wenigsten Punkte in der Liga geholt. Ja, die meisten Gegentore in diesem Zeitraum bekommen mit 22. Aber das ist natürlich, sind alles Gründe, wo man sagen muss, Fortuna, das musst du gewinnen. Aber wir wissen ja, dass uns genau solche Spiele nicht liegen. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Aber dennoch, wir Ja. können jetzt nicht immer sagen, liegt uns nicht, passt uns nicht. Irgendwann muss es mal passend oder einfach passend gemacht werden. Dazu gilt es natürlich als Warnung auch zu sagen, dass ein Punkt in Pauli geholt wurde von Aue. Ne? Und eben das besagte 10-Mann-Spiel, lange 10 Mann und 0-2 in dem Moment mit 10 Mann noch in 2-2 gedreht in Kiel und dann knapp verloren kurz vor Schluss. Das gehört halt auch dazu, aber ansonsten ist es, wie du schon gesagt hast, ja auch irgendwo einer unserer Lieblingsgegner, die wir haben. Und das sind für mich alles Gründe, wo ich jetzt relativ klar sage und fordere, das Ding müssen wir einfach auch mal klar nach Hause bringen. Wohl wissend, dass es nicht so einfach wird, wie es sich auf dem Papier anhört, aber dennoch gibt es da kein anderes Erwartungsmanagement dafür. Also Punkt. das, um das, was wir gegen Schalke geschafft haben, wie man immer so schön sagt, um das zu vergolden, muss halt dann jetzt der nächste Dreier her. Und wir hatten ja auch die Chance im ersten Spiel der Rückrunde zu Hause gegen Sandhausen. Letzte Saison, wo wir bei den Würzburger Kickers gespielt hatten, sogar 1-0 geführt hatten. Aber das darf halt jetzt nicht mehr passieren. Nein, daraus lernen, weil verlierst du das Ding, dann ist Aue 5 Punkte wieder an dir dran und sonst bist du 11 Genau. weg. Also es ist, ne, dieses blöde 6-Punkte-Spiel haben wir jetzt in dem Moment bezogen auf den direkten Abstiegsplatz haben wir jetzt auch vor uns und da gilt es mit voller Konzentration und mit richtiger Einstellung und richtigem Einsatz ranzugehen, nicht zu überpacen, das natürlich auch nicht, weil dann fängst du dir einen schnellen Konter. Aber du hast noch dazu gesagt, ne, die haben auch die Sperre, die haben einige auch Veränderungen gehabt, die haben nämlich spannenderweise 2 Stürmer, die sie erst im Sommer verpflichtet haben, schon wieder abgegeben. Fand ich auch eher außergewöhnlich, dass sowas passiert. Das waren nämlich der Moncey und der Guyer aus Karlsruhe. Beide wahrscheinlich auch mit viel Erwartung für den Sturm verpflichtet und schon gar nicht mehr da. Gibt 3 Winterzugänge, die sie geholt haben, nämlich den Owusu, wenn ich ihn richtig ausgesprochen habe, aus Paderborn haben sie ihn geholt, Mittelstürmer. Genau. Den langen Innenverteidiger aus Wolfsburg und den George, rechter Außenverteidiger von Jahn Regensburg. Also da wurde noch mal ein bisschen was zumindest probiert im Rahmen der Möglichkeiten. Aber auch das sind natürlich jetzt keine Leute, wo du sagst, das sind Unterschiedsspieler. Ja, das sollte für uns hoffentlich machbar sein. Und da bin ich doch sehr zuversichtlich. Ja, ich auch. Also, ja. Jetzt ist so diese Euphorie vom Anfang so ein bisschen gewichen, aber nein, nein, nein. Nein, auf keinen Fall. Wir gewinnen das Ding. Auf keinen Fall. Ja. Neuer Trainer ist mittlerweile auch da im Vergleich zum Hinspiel. Da ist nämlich jetzt der Marc Hentsch seit 7.10.21 ist er jetzt quasi Cheftrainer verantwortlich. War vorher Co-Trainer, Interimstrainer, auch Jugendtrainer, also auch jemand irgendwo mit längerem Stallgeruch aus den letzten Jahren, Jahrzehnten. Noch ein recht junger Trainer, auch mit 35 Jahren. Ist ja doch ein Phänomen dieses Jahr in der zweiten Liga. Sehr, sehr viele junge Trainer auch zu haben. Oder auch dann auch viele neue Trainer zu haben. Und sein bevorzugtes Spielsystem ist das 3-4-1-2-System. Ob er das gegen uns dann auch spielt, in einem Auswärtsspiel, werden wir dann sehen, werden wir abwarten müssen. Aber das ist so das, wo man, ja, vielleicht mal auch darauf hinweisen sollte. Ja, insofern werden wir sehen, was dann passiert. Eben. Ja, morgen noch die PK angucken. Uns wieder am herzerfrischenden jungen Mann hier im Hintergrund. Ja. Und ja, und dann den Sonntag abwarten und dass alles gut läuft. Dir natürlich einen weiterhin milden Verlauf, gute Genesung. Ja, Danke, danke. und Und dir? ja.
viel Spaß, das darf ich an der Stelle sagen, im Urlaub. Ja. Magst du erzählen, wo es Ja. hingeht? Es geht für eine Woche knapp nach Mallorca. Habe ich von meiner Frau zum Geburtstag geschenkt bekommen und morgen früh geht's los und dann hoffen wir, dass wir auch in der Bar 95 in Cala Mayor das Spiel gegen Aue bei einem schönen Füchschen und einem Kilepitsch und einem Krumme und was weiß ich noch alles genießen können und ja. Ja, das hört sich gut an. Das sind Aussichten. Also wenn dann nicht drei Punkte noch Ja. dazukommen, dann weiß ich auch nicht. Aber ja, Eben. vielleicht überrascht du uns ja auch mit den ein oder anderen Einblicken von der Insel. Da würden wir uns auf jeden Fall drüber freuen. Lasst euch Gib überraschen. mir Mühe. Ja, genau. Gut, ja, genau. Wir sind durch. Ne? Ja. Ich schone weiter meine Stimme. Und ja, wir freuen uns aufs Wochenende. Bleibt der Fortuna, bleibt uns treu. Empfehlt uns gerne weiter. Und ja, wir freuen uns, das sei an der Stelle auch nochmal erwähnt, über wirklich den großen Zuwachs der letzten 2, 3 Wochen, den wir gehabt haben. Und ja, so soll es gerne weitergehen. Auf allen Ebenen der Genau. Bleibt Fortuna. gesund. Das ist das Freut euch mit Wichtigste. uns. Genau. Ja. Und wir hören Und uns nächste Woche in welcher Form auch immer auf jeden ja. Fall wieder. Macht's gut. Alles klar. Macht's gut. Ciao, Ciao. ciao. Hi Leute, hat euch unser Video gefallen? Dann liked uns und abonniert uns. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns was da lasst. Bis dahin, eure F95 Bros. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.